Okay, hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Ihr erinnert euch, in der letzten Folge haben wir diesen Typen hier gerettet. Jetzt schießen wir ihn ab. Einfach nur... Menschen neigen dazu, Dingen, die sie nicht verstehen, menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Die Typhen töten uns ohne zu zögern. Aber nicht, weil sie böse sind. Sie können nicht anders. Weißt du, was wir entdeckt haben? Sie besitzen keine Spiegelneuronen. Trotz ihrer wundervollen Fähigkeiten können wir etwas, was sie nicht können. Mitgefühl für ein leidendes Lebewesen empfinden. Der... Morgan, haben Sie überhaupt gezögert? Er war sicherlich kein guter Mensch, aber... Hätten Sie unter Umständen auch anders handeln können? Die Typhen können nur töten und zerstören. Aber Sie sind ein Mensch. Sie haben eine Wahl. Interessant. Ich wollte das nur mal testen. Entschuldigung, ich werde jetzt das Folgende machen. Ich wollte ihn eigentlich nicht töten. Wir werden jetzt einmal eben kurz schnell laden. Denn, naja, erstens Munitionsverschwendung, zweitens unsinnig für Odo-Nudeln. Also wirklich. So, da wären wir wieder. Drücken. Und da ist er schon wieder. Sollen wir ihn nochmal umbringen? Wir könnten ja mal versuchen, was passiert, wenn wir ihn mit einer Granate abwerfen. Ich meine, das ist der erste menschliche Gegner, den wir hier haben. Zwischen bla bla bla, detoniert. Recyclerladung, das wäre doch witzig. Mal gucken, was passiert. Oh, cool. Die Menschen neigen dazu, Dingen, die sie nicht verstehen, menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Die Typhen töten uns ohne zu zögern. Aber nicht, weil sie böse sind. Sie können nicht anders. Weißt du, was wir entdeckt haben? Okay, nochmal schnell laden. Ich wollte mal gucken. Also diese Granaten sind eigentlich echt Hammer. Damit kann man, wenn man mal, keine Ahnung, Gegenstände braucht, also hier dieses Material, kann man einfach alles komprimieren. So, drücken. So, alles klar. Er lebt wieder. Lassen wir ihn leben. Was soll's. Gucken wir mal kurz rein. Wir haben noch ein paar... Haben wir noch irgendwas Interessantes bekommen? Nicht wirklich. Nur Nudeln. Die sollten wir vielleicht mal essen. So. Nudeln essen. Nicht teilen. Essen. So. Haben wir noch irgendwas, das gegessen werden muss? Eine Pistole. Ja, die sollten wir essen. Okay, alles klar. Also, wir können da jetzt rein. Kann das sein? Oh, hallo. Versuchen wir mal, das Ding aufzubrechen. Oh, geht nicht. Alles klar. Können wir es vielleicht trotzdem aufmachen? Das wäre doch recht lustig, oder? Die Türsteuerung. Türsteuerung. Können wir es wieder schließen? Tür öffnen? Nö, die bleibt jetzt immer offen. Alles klar. Ach, jetzt geht nichts mehr. Alles klar, weil nichts drin ist. Hm. Naja, okay. Dann lassen wir es dabei. Materialgewinnung. Ah, wir können ihn scannen, weil das Vieh lebt ja noch. Zack. Hm, nicht scannbar. Okay. Hm. Da kommen wir auch nicht rein. Oh, da. Hallo? Warum? Was geht ab? Ist hier jemand Unsichtbares drin? Die Dinge bewegen sich und fliegen durch die Gegend. Viel Material. Ich will ja nicht nerven, aber wann kümmern Sie sich um diesen Durchbruch? Ich bin gerade dorthin unterwegs. Was ist da wohl geschehen? Schwer zu sagen. Ich muss mir das anschauen. Vielleicht haben Mikrometeoriten ein Loch hineingeschlagen. Selten, aber kommt vor. Okay, gut. Hoffentlich ist es nur das. Verschweigen Sie mir etwas? Nein, natürlich nicht. Aber in diesem Lagerraum befindet sich geheimes, exotisches Material. Wir brauchen da Zugang. Aha, ich verstehe. Ich möchte auch Zugang haben.
Das ist wirklich etwas merkwürdig, vor allem. Das bewegt sich alles. Hm. Tja, ich weiß nicht, wie wir da reinkommen sollen. Und die Musik ätzt gerade an, die ist ziemlich laut auf den Ohren. Hm. Aufmachen? Oh, Sauerstoffflasche tragen. Hm. Okay, dadurch ist die Tür auch nicht aufgegangen. Okay, auf der Karte sehen wir, dass hier Durchgänge sind, durch die wir aktuell nicht durchkommen. Also sind es keine Durchgänge, eigentlich in dem Sinne. Und wir sehen, dass sich hier diese Dinge verschieben. Ich glaube, hier ist... Ach so, könnte ein sein einfach das... Hä? Hat sich gerade irgendwo was bewegt? Naja, egal. Fluchtkapseln, da können wir auch nichts dran machen. Wir gehen mal rüber. Ach, die Waffenkammer. Und da steht er noch drin rum. Und macht nichts. Hallo, Dr. Yu. Hi. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Okay, da wir jetzt eh wieder hier an den Räumen sind, muss ich leider nochmal kurz mein Zeug zerbasteln. Sonst habe ich so wenig Platz dabei. Denn wir haben gerade so viel Waffen bekommen. Schrotflinte, die brauchen wir nicht. Wir haben eine bessere. Das hier brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Wir haben eine doppelte Waffe. Zack. Können wir alles zerschießen. Dann den Müll weg und sortieren. In Ordnung. Hm. Material. So, in Ordnung. Da brauchten wir auch nichts. Okay, jetzt aber. Fertig. So, und jetzt müssen wir nur noch zuschauen. Hm? Verteilerkasten? Ja, toll, mehr auch nicht. Dass wir hier dieses Rätsel lösen. Untersuchungsraum. Da liegt einer tot drin rum. Okay. Hä, was war das? Ach, ein Roboter. Moment, war es nicht der, der meine... Ja, der... Super, der hat meinen Anzug repariert. So, Informationen. Laborvorgang, Phantomgenesis. Bitte stellen Sie sicher, dass ich... Ja, bitte stellen Sie sicher, dass sich in der Eindämmungszelle ein toter Körper befindet und aktivieren Sie die Psychoskope, bevor sie in Eindämmungszylinder geöffnet wird. Moment. So. Und jetzt weiter geht's nicht, hä? Ach so. Alles klar, wir sollen vorher das Psychoskop aktivieren. Achtung. Eindämmungsschild öffnen. Aha. Wird geöffnet. Und was passiert jetzt? Warnung. Untersuchungsraum beschädigt. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Warnung. Untersuchungsraum beschädigt. Ach krass, jetzt kommt er da raus. Und wir haben gerade wieder verkackt. Wir haben unser... Okay, finde ich das Phantom. Dazu Dinge, die sie nicht verstehen, menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Die Typhen töten uns ohne zu zögern, aber nicht, weil sie böse sind. Sie können nicht anders. Weißt du, was wir entdeckt haben? Sie besitzen keine Spiegelneuronen. Trotz ihrer wundervollen Fähigkeiten können wir etwas, was sie nicht können. Mitgefühl für ein leidendes Lebewesen empfinden. Okay.
Also wir können das doch nochmal aufmachen und dann... Das ist aber schlecht. Der kann Tote zurückholen? Hm. Funktioniert das auch ein zweites Mal? Mit dieser Leiche hier? Schauen wir mal. So, bitte einmal hier hinlegen. Untersuchungsraumsteuerung. So, und... Es funktioniert ein weiteres Mal. Okay, hinüber. Und die gibt uns wieder neue Teile, wenn wir die dann... Hä? Bewege mich? Ach so, reparierst du jetzt mal wieder meinen Anzug? Inspektion neu. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Okay. Abgeschlossen. Wenn man jetzt alle Leichen reinschleppt, könnte man ganz, ganz viele Sachen farmen. Naja, aber okay. Lassen wir das mal. Oh. Zeugs. Ein Chipsatz. Ein Chipsatz erhalten. Mal gucken. Okay, alles klar. So. Und was ist hier? Gehen wir mal kurz... Mal kurz reinschauen. So, in die Karte. Da geht's wahrscheinlich weiter. Und hier runter. Aha, die Leichen hat... Oh! So, zermatscht. Hm, okay, ist gar nicht mal so teuer, das zu reparieren. So, solange können wir hier E-Mails lesen. Diagnose. Ausführlich. ISF. Nominal. Energielevel. Nominal. Aktoren. Nominal. Neigungswinkel. Fehler. Bitte Techniker kontaktieren. Okay, egal. So, Idiot, ich bin verhindert. Demian, Kelstrup, möchte irgendeine dringende Angelegenheit besprechen. Der Wissenschaftsoperator lässt sich jeden Tag pünktlich alle halbe Stunde selbst in die Leichenhalle. Beschatte ihn und schlüpfe hinter ihm rein. Oh, okay, alles klar. Bewege mich. Der geht alle halbe Stunde irgendwie in die Leichenkammer, was? Ich komme. Ah, wir sollen uns wahrscheinlich hinter ihn reinschleichen. Ah, er geht wieder hoch. Ciao, weg ist er. Sende Fehlerprotokoll. Näherungssensor, Neustart. Noch blablabla, bla bla, du hast doch auch den Eindruck, dass du selbst... Egal. So, wo ist denn unser lustiger Tisch? Der ist weg. Was? Wo? Was? Was? Au! Zersplittert. Okay. Ja, du hast ihn ja gerade zerschossen. Okay, wir sind jetzt hier drin. Mal kurz einen Check machen. Okay, keine weiteren Aliens. Was ist das? Ihh, das lebt noch.
Wo ist er? Bewege mich. Okay, er darf uns, glaube ich, nicht entdecken. Haut er wieder ab? Mal kurz schauen, wohin der will. Die Leichenhalle. Wir gehen mal kurz hier schauen. Da kommen wir aktuell nicht rein. Aber wir wissen, dass der Roboter da rein, sich da reinlässt. Was ist das denn? Keine Ahnung. Wo ist das? Verteilerkasten. Können den Strom ausschalten, da ist keine andere Möglichkeit reinzukommen. Naja, der Roboter muss sich wohl rein, jederzeit reinlassen. Ein Herz. Alle halbe Stunde lässt es sich dort irgendwie rein in diesen Dings. Komme. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Okay, er hat meinen Anzug repariert. Wo ist der komische Mimik hier hin? Gut, ich würde sagen, wir machen es jetzt so. Ich versuche mich mal hier ein bisschen zu verstecken und warte, bis er da reinrennt. Und im Anschluss dessen, ja, schließe ich mich rein und dann machen wir da weiter. Da sind ganz schön viele Leichen drin. Ach so, hier ist ja klar, Leichenhalle. Wartet mal. Bewege mich. Beweg dich ruhig. Nein. Okay, es geht so einfach. Hallo Leiche. Sunburst-Banane. Die nehme ich mit. Oh, ich habe mein Flexi-Schaum-Dings wieder. Neuere Mods. Noch einer. Und was ist das für eine Leichenhalle? Super, wir haben eine Schlüsselkarte für eine Leichenhalle. Oh, da ist das Quartier-Dings. Aus der Eindämmung ausgebrochen. Kurz nach ihren ersten Neuromod-Tests. Sie haben sich mit Alex über die Einstellung des Projekts gestritten. Über eine Evakuierung. Aber Alex behauptete, die Situation unter Kontrolle zu haben. Danach haben sie sich insgeheim vorbereitet. Den Plan für ihren Zündschlüssel, Videos und das January-Protokoll versteckt. Ihre Bedenken waren begründet. Mali? Mali dreht gerade schon wieder um Rad. Ich glaube, ich muss mal gleich irgendwas werfen und Tor. Genau. Passt. So, da flogen Kissen. So, Mülleimer tragen brauchen wir nicht. Und, was ist das? Können wir das noch mitnehmen? Oh, gefährliche Abfälle. Nice. Das hier fürs, von der Maschine her. Geht nicht. Hey, Kumpel. Du hast einen komischen Granatapfel in der Tasche. Warum haben wir einen leichten Granatapfel in der Tasche? Plöpp. Plöpp. So, mal folgendes testen. Kommst du mit? Das
So. Nice. Okay. Bisschen buggy, ja, Operator, komm. Alles klar, wir sind in der Leichenhalle und da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Wir haben das Ding hier umsonst repariert. Wir kommen hier unten eh nicht mehr weiter. Großartig. So, haben wir noch irgendwas hier unten zu tun? Gibt's eine Karte? Ah, okay. Nö, das war's. In dem Sinne können wir jetzt auch wieder hier rausgehen. Zack. Der Untersuchungsraum. Wir wären wieder oben. Und können hier lang gehen. Sind schon... Versiegelt den Außenrumpf. Suchen... Besatzungsquartier, okay. Haben wir gerade alles raus. Versiegelt den Außenrumpf. Karte. Alles klar, aber wo? Hm, da ist Guts. So, eben 3. Da ist noch was. Der Außenrumpf verriegeln, versiegeln und eben 1. Leichenhalle. Hm? Achso, zur Lobby müssen wir dafür zurück, verstehe. Okay, was soll's. Können wir auch auf den Rückweg machen. Wow. Wo ist der hin? Beziehungsweise, wo will der hin? Okay. Erstmal die Ersatzteile mitnehmen. Der Weber ist da schon so ewig drinne, aber okay. So, bevor wir da lang gehen, renne ich jetzt einmal hier lang. Das ist merkwürdig. Auf einmal komme ich hier lang. Und das vorher nicht. Dr. Yu. Ja, hi. Mach mal hier bitte... Hallo, Dr. Yu. Einmal bitte wieder reparieren. Dankeschön. So. Jetzt glaube ich, sollen wir da einfach hinterher. Und irgendwann kommen wir eh sowieso wieder zurück zu unserem Labor. Von daher, ich sollte vielleicht nur ein paar Leben sammeln. Warte mal, wir haben ein bisschen was zu essen. Nom. Essen, 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 Essen. Okay, bisschen Gesundheit. Das Essen bringt eigentlich so kaum irgendwas an Gesundheit. Mein Bildschirm will ausgehen. So, und fertig. Oh, Waffen-Upgrade. Moment, dann verbessern wir doch nochmal die Schrotflinte. Noch mehr Feuerkraft, noch mehr Schaden. Okay, jemand zu Hause? Oh, hallo, Roboter. Automatische Auslöschergeschütze. Transtars letzte Verteidigung gegen einen Ausbruch. Schwach, aber einfach herzustellen. Das Beste ist die eingebaute Psychoskop-Tech. Sie kann zwischen Aliens und Menschen unterscheiden. Sollte kein Problem für Sie sein. Sie sind ja kein Alien. Ja gut, ich bin kein Alien, aber trotzdem haben die gerade eben den Alien durchgelassen, oder? Hm, tragen. Hm. Na gut. Na, sehr schön. Wir können ja alles kaputt machen. Ah, da können wir zu Guts gehen. Okay. Warte mal kurz. Na, mal kurz eben schauen, wie lange hatte ich denn jetzt den ersten Cut gemacht gehabt? 18 Minuten. Dann mit dieser Folge zusammen. Ich würde sagen, wir machen hier erst einmal einen Übergangs-Endscreen und werden in der nächsten Folge dann schauen, wie es in GUTS in Guts aussieht.
und, naja, noch weitere Nebenquests natürlich lösen. Also bis dahin. Ciao, Leute.